Ja, und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Hier geht's einmal wieder rund auf Opas beste Farm und dann gucken wir mal, wie der Laden heute so läuft. Und zack. Dauert schon. Okay. Oh. Alles klar. Na, guck, hier läuft's gerade wieder. Ja, willkommen zurück. Okay, da sind wir wieder. Mit Opas besten auf der beste Farm. Jack. Man weiß schon fast wieder nicht, was wir gemacht haben zuletzt. Was ein bisschen mehr. Erstmal das Wichtigste vorab. Wo ist mein Traktor? Yay! Abfahrt. Moin, Lexi! Ich hab Discord noch nicht mal offen, ehrlich gesagt. Warte mal, gucke mal rein. Was hast du heute Wunderstückes vor? Dein Segen für Hardcore-Fans? What the fuck? Ui! Ja, das neue Update haben wir entspannt ignoriert bis dato. Weil das nämlich so ziemlich breakt alle Mods, die wir haben. Deswegen so, dass wir den Depri-Chat hier ausmachen. Und weiter geht's. Was für eine Scheiße. Morgen, Lea. Wie geht's mir? Kack. So, reicht der Sepri-Chat aus. Ich geh jetzt mal drüben ein bisschen gucken, was sich da getan hat auf der Ernte. War denn noch gleich dieses Gemeinschaftsgedönse? War das hier? Über die Brücke? Ja, komisch, ne? Also ich habe auch keinen Stream bei ihm. Mann, ist die Musik langsam. Auch nicht. Hey, was denn? Bist du überhaupt live? Ja, wieso? Weil ich kein Live bei dir habe. Angezeigt bist und weil auch kein Chat Connect läuft. Ach joa, jetzt wollen wir uns ja alle beschweren, doch kein Chat Connect. Nee, weil bei mir wirst du angezeigt mit Late Night GTFO. Ach scheiße, ja, stimmt. Das Stream ist gar nicht an bei dir. Das Stream ist an. So. Hab ich vergessen, das Ding umzustellen. Ja, passiert. Erledigt. Ach ja. Das jetzt raus, dass der bei mir deinen Stream sperrt, weil Erwachsene und so weiter. Ja, Rechtsklick interagieren? Ich glaube, du musst einmal aktualisieren. Nee, Rechtsklick interagieren. So, wunderbar. Alles klar. Jetzt passt. Yippie. Da sind wir wieder. So. Zack. Was eine Scheiße. Och, Cookie. Negativität am Morgen. Ey, ich hab 4 Stunden geschlafen. Cookie hat nicht gut geschlafen. Ich hab 5 Stunden geschlafen, wer wird weniger? Und 5 Stunden hatte ich ja mitgemacht. Ja, Cookie, wir müssen auch nicht streamen. Doch. Doch. Ich fährt schon wieder mit dem Traktor durch den Vulkan, du weißt Jung. Doch, alles klar. Die lässt das jetzt alles an Schleim und Fledermäusen aus. Nein, ich mache jetzt Robins scheiß Quest. Welche Quest? Die wir angenommen haben mit den Steinen, bringen mir Ressourcen. Ach so, ja. Wir haben eine neue Familie. Unglaublich, in Stardew Valley. Es beginnt alles mit Scheiße. Hä? Warum? Ich weiß, Robins scheiß Quest. Meinst du, das ist eine Scheiße?
fühle mit dir. Na da. Alles scheiße außer Mutti, ne? Oder wie war das? Alles. Ja. Nein. Ich hab den FSK 18 Stream. Ja, ja. Ach. Ist der Sommer ja bald rum, ne? Dann können wir uns schon wieder. Oh Gott, da geht's ja schon wieder in die Herbstplanung. Yay. Achso, ja, richtig. Chat Connect, ne? Gott, ich hab keine Routine mehr drin. Meine Fresse. Ja, ne? Zwei Wochen Pause, schon ist der Michi eingerostet. Muss ich eigentlich Pause? Steine sammeln? Sammel so, Ressourcentext. Sorry. Doch, Stück Steine. Ja, doch. Das Stück 3,50 €. Da ist uns halt die Maus. Die Maus. Ich bin voll verpeilt. Toki, tröste dich. Das geht im Menschen wie die Leute. Wo ist denn nochmal dieser bescheuerte Gepäckkarten gewesen? Bitte? Nachts kälter wie draußen. Es ist nachts kälter wie draußen, da kannst du von ausgehen. Ach ja. Ich sollte einen schönen guten Morgen von Lexi ausrichten. Ach. Masche. Guten Morgen zurück. Wer hat's mir gehockt auf meinem Traktor? Cookie hockt auf dem Traktor. Ha! Wir bauen mehr Traktoren. Ja, das habe ich mir eben auch schon gedacht. Wir müssten nochmal gucken. Ich glaube, es waren 10 Batterien, oder? So. Wie brauchst du denn den Traktor? Aus Prestige. Aus Prestige, genau. Boah. Ich wüsste, was man braucht dafür. Also, kann ich da. Haben wir ein Telefon? Kann man da Robin anrufen? Ich hoffe nicht. Hat man einmal ein Telefon, dann gibt's keins. Ich brauch mal einmal ein Telefon, dann gibt's keins. Ja. Weil haben ist nicht brauchen. Genau, haben ist besser als brauchen. Haben ist besser als brauchen, das ist richtig. So. Alte Bauernweisheit. Wie viele so. Steine brauchen wir noch? Wir brauchen noch, Moment. 568. Jungs, macht mal mit bei den Steinen. Ja, kein Thema, du hast ja den Traktor. Da, nimmt ihn euch. Nein, ist okay. Ich kann morgen gerne in die Mine gehen. Passt schon. Tatsache, ich kann nicht mehr rufen. Gold haben wir ja genug. So, ich steig ab. Viel Spaß, Trophy. Nein, mich hat einfach nur interessiert, ob ich den rufen kann. Nein, kannst du nicht. Dann waren wir wieder kurz mit zwei Traktoren unterwegs, ne? Jo. Ich weiß auch nicht, wie wir das angestellt haben. Willi hat Geburtstag heute. Oh. Ich glaube, das hat was mit der Ingwerinsel zu tun. Meinst du? Ja. Meinst du? Wir haben ja vorher schon das Ganze irgendwie so ein bisschen. Das war auch, glaube ich, vorher nicht im Sinne des Erfinders, dass wir mehrere Traktoren haben. So, Willi ist doch bestimmt saufen, oder? Ich glaube, es war dem Erfinder einfach egal, der wusste das. Wo ist Willi? Warum? Boah. Warum suchst du Willi? Der hat Geburtstag heute. Oh. Kriegt ein Geschenk von mir. Also zu Hause ist er nicht. Ah, ich hab'n. Steht draußen, oder? Am Pier wahrscheinlich. Wie viele Steine wolltest du haben? Wie bitte? 400 oder 500 brauchen wir noch. Ach so. Was ist hier los? Achso, die kam von der Insel. Ne, Tatsache. Ne, läuft es. Müssen wir die auch abgeben oder müssen wir die nur sammeln? Guten Morgen, Sora-Kitten. Hallo, Sora-Kitten. Na? Wie geht's, wie steht's? Was machen die Hühner? Kack, kack! Oh Gott, oh Gott.
Das haben wir, das haben wir. Ach, Elliot, okay. Oh mein Gott, das ist alles. Barmann, zwei deiner besten Biere, bitte. Ja, ja, ist okay. Wir saufen bis die Hupen. Mani-Schliff-Cocktails. Okay, Steine abgegeben. Aber wie kriegen wir das mit dem Back hier wieder hin? Da treibe ich mich. Meine Hühner im Stadium hier auf SOS verhungern, glaube ich, solange ich nicht. Oh mein Gott! Gestern Abend auch eine sehr lustige Situation. Da sind meine Tiere von To. Komm, könnt noch eine Runde zocken und dann wollten wir Mario Kart anwerfen. Was hatte ich noch? Der Switch, Pokémon Snap. Es endete dann darin, dass sie 3 Stunden Pokémon Snap gespielt hat. Fand sie irgendwie toll. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Warum, Frau Glücklich, du Ruhe? Ich verstehe jetzt dein. Okay, kannst du mir gerade mal einen Wasserstand durchgeben, was wir noch brauchen an Steinen? Ich lieg im Bett. Moment. Ja, mach nix. Wir brauchen noch 150 ungefähr. Du bist jetzt bei 100. Oh Gott, 870 hast du jetzt. 30 fehlen noch. Kann man die jetzt bedienen? Nee, mit kurzer. Sau, warum laufe ich nicht durch deinen Bildschirm? Bitte was? Warum laufe ich nicht durch deinen Bildschirm? Weil du was im Chat schreiben musst. Achso. Ja. Yeah. Nur aktive Chatter kriegen ein Pokémon. Darf ich es mir aussuchen? Du kannst es dir hinterher aussuchen. Das ist aber erstmal keine schlechte Random-Wahl, würde ich sagen. Was habe ich denn gekriegt? Ah, Bulipurpa! Gern nehme ich. Nehme ich. Was? Kacksips. Was? Wie Kacksips? Was? Ist wahrscheinlich bei mir im Bot. Er heißt Kacksips. Lol. Patina wird bei mir auch von Meos erkannt. Oh Mann, das ist nicht der Cancer mit den Bots. Ach, ich sag mal so. Was mich am meisten genervt hat, war beim Pokémon-Stream die Wanna Be Famous. Hä? Ach so. Drei oder vier. Mal bestimmt. Ja. Oh jo, ich kann ruhig gerne reinkommen, die werden sofort gebannt. Super, wir haben kein Geld verdient. Was ich aber nicht verstehe, das hast du Demios da laufen. Ja? Aber wie unterscheidet der? Nein, bleib stehen. Wie unterscheidet der zwischen, ich sag mal, tatsächlichen Bots und Leuten, die einfach nur im Lurk sind. Es gibt ja auch genügend Leute, die einfach zuschauen und nie was schreiben. Das kann der. Das kann der. Das kann der. Ich glaube, ich weiß auch wie. Morgen Blitz und Donner, das ist gut. Ich glaube es zu wissen. Der hat mich schon wieder Dummerchen genannt. Die Märchen. Deine eigene Frau als Dummerchen beschimpft, weißt du Bescheid, ne? Hast wieder alles richtig gemacht. Weit gebracht, so. Willi hat mir Schneckengericht beigebracht. Ach ja, ich erkläre euch zu Mann und Mann. Und Kent hat mir ein Bechi-Geschenk geschickt. Was? Megabombe. Megabombe, geil. Guter Mann. Ach so, wenn wir Diamanten haben, bitte Diamanten aufheben. Für mich. Ja, Robins Rausch abgeschlossen. Das neue Bett, oder? So, ich wollte ja mal zu Robin wegen der Ressourcen gucken. Brauchen wir denn einfach noch? Achso. Ich glaube, es war ein Eisenbarren, oder? Batterie, ich nehme einfach mit. Batterien, Medium und Eisenbarren meine ich zumindest. Ich gehe jetzt noch mal rüber auf die Insel in der Hoffnung. Ich finde noch ein paar Walnüsse. Eisenbahnen haben wir nicht so viele. Ich glaube, wir müssen ein paar schmelzen.
glaube, mit mehr Traktoren ist die Welt besser. Ich sag, jeder braucht Minimum ein. Genau, wir spielen nicht Brot für die Welt, sondern Traktoren für die Welt. Ja. Traktoren für Opas Beste. So sieht's aus. Ich war gestern kurz in diesem Friendly Fire drin, was Tugosch gesagt hat. Happy. Was? Ja, kannte ich auch nicht. Friendly was? Das ist Friendly Fire. Friendly Fire. Das ist ein Charity Stream. Ach, die andere Charity Stream. Okay. Genau. Mit Gronkh. Oh, Lexi, alles entspannt bei der Hausnummer. Mal eine schöne Runde Study Valley am Wochenende. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Es ist immer mal wieder was dazwischen gekommen, somehow. Und, boah, hoffe dir geht's auch gut. Adler auch. Gab hoffentlich keine weiteren Vorfälle auf der Arbeit. 20 Eisenbarren pro Traktorengarage. Okay, da muss ich ein paar schmelzen. Aber den Rest haben wir. Und Ressourcen. Morgen kommen ja auch nochmal Batterien rein. Uns verrecken gerade die Pflanzen. Hä? Wo? Hä? Auf der Insel? Ja. Hier ist nämlich ein Bereich, der wird nicht, gegossen? Gegossen von den Sprinklern. Habe ich eben gerade gegossen. Hier soll es noch ein Schlangenfossil geben. Ach, ich bin auf der Fossiljagd. Ja, das gibt nämlich auch noch mal Nüsse. Sehr schön. Aber immer noch nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Was wolltest du denn haben? Schlangen. Schlangenfossilien. Egal ob Wirbel oder Kopf, ist egal. Hauptsache Schlange. Achso, brauchen wir da beide Teile, ne? Ich glaube, wir brauchen noch beides. Ich glaube, wir haben von der Schlange noch gar nicht abgegeben. Bigfoot, hallöchen, lang nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr Cheater. Tolle Begrüßung. Wir cheaten nicht. Ich wollte gerade sagen, das war auch die angemessene Begrüßung für Hallo, ihr Cheater. Das Spielerlebnis. Das hat er jetzt nicht mitbekommen, ne? Dass wir hier noch weitere Traktoren jetzt gerade bauen. Ich glaube, er meinte Traktoren generell. Das braucht er nicht zu wissen. Das sieht er dann. Er freut sich dann. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir Stadio wieder ins Laufen gekriegt haben. Nach diesem blöden Patch. Entschuldigung. Das ist schon doof. Ja. Patch, was für ein Patch? Ich kenne nur Mr. Patch. Das war echt einer... Kennt den noch jemand? Wen? Mr. Bigglesworth? Nee. Das war alles in der 1.5.5. Wissen wir nicht, weil wir es nicht spielen. Wir haben die alte Version wieder am Laufen, weil in der neuen Version wir das gemoddete Stadio nicht starten konnten. Also es hat nicht funktioniert, so wie wir das dachten. Das Pendant-Mod wäre auf Englisch auch nur gewesen, weil das deutsche Sprachpaket noch nicht aktualisiert ist. Also ich sag mal so, es hat einiges zerschossen. Es geht nicht mehr ohne weiteres. Und deswegen, laufen wir jetzt im Backup. Mehr oder weniger gut. Doch, funktioniert doch. Ja. Lass sie mal so stehen. So, wenn ich mich beeile, dann kriegen wir sogar noch die beiden Werkstätten fertig. Waren die eigentlich instant oder hat Robin die auch gebaut? Musste Robin, glaube ich, bauen. Musst du bauen? Sie gebaut. Ja, gut, gerade. Oh, Schniefe, ey. Weißt du wieder Bescheid, von wem das ist? Nee, Schnief ist in dem Fall hier Jess und nicht. Nein, das ist aus der Expanded-Serie. Bei Expanded-Serie wird immer geschnieft. Schnief, schnief. Schnief, schnief. So, Hofgebäude errichten. Bauen. So, wo stellen wir denn die zweite Traktoren-Dings überhaupt hin? Doch egal, wir können das Ding eh rufen. Richtig, ne? Ich habe eine Idee, wir stellen es hier hinten irgendwo im Wald oder so. Hier hinten irgendwo im Wald. Ah, sie baut es, okay. Mist.
Perso. Guten Morgen, Hallihallö. Guten Morgen, Perso. Oh, der Mord ist da. Ja, auch einen schönen zweiten Advent. Was? Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade falsch gelaufen, stand plötzlich unten bei Sebastian im Raum. Ich bin so, hä? Wo bin ich hier? Sound muted. Hä, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Sound resumed. Oh. What's that? Was sagt eigentlich der gute Mr. Key, wie viele Walnüsse wir schon haben? Zu wenig. Ja. Wir haben 16 Stück. Ah, doch so wenig. Achso, im Moment zumindest auf dem Konto. Ja. Wir haben die Nüsse von den Piraten nicht. Wir haben die Nüsse nicht aus den goldenen Kokosnüssen. Wir müssen quasi die goldene Tagebuch fetzen. Ich hatte, glaube ich, da eine schon rausgezogen aus der goldenen. Ja, aber du kriegst mehr. Okay. Das Cookie wollte Diamanten. Ah, hab dich. Achso, und Perso, ich habe gestern leider auch privat es nicht geschafft, ein Shiny zu bekommen. Die Chain nochmal abgerissen. Alter, fall aber jetzt hier hin. Nein! Ich bin oben. Im Geheimwald. Wie geil ist das denn? Man spürt eine magische Präsenz tief im Wald. Oh mein Gott. Ich glaube, es gab da noch ein Problem mit der Versorgung meiner Tiere. Jo, ich könnte mal wieder ein bisschen Heu machen. Okay, so, viel Spaß beim Heu machen. Du. Warte. Geh da nicht. Ja, so, es muss hier lang gehen, offensichtlich. Folge den Pilzen. Okay. Hier hatten wir eigentlich auf der Insel jetzt uralte Saat gepflanzt, oder was hatten wir da gepflanzt? Ja. Ja, okay. Ja. Na gut, anderes Thema. Kümmere ich mich erstmal hier drum. Wie komme ich da hin? Folge den Pilzen, ja. Das ist ein Stein. Och Mann, komm. Ich brauche einen Schlangenteil. Da müssen irgendwelche sein, das ist ja auch keine... Die ganzen Erdbeeren. Also sind die vielleicht beim Gewächshaus? Haben wir da vielleicht eine Truhe? Dass wir das umgeswitcht haben? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal bei mir. Vielleicht habe ich sie bei mir verstaut, aus Versehen. Oder in Gedanken. War nicht. Auch nicht. Ich habe hier noch einen mumifizierten Frosch in der Kiste. Brauchen wir den noch? Ja. Den Frosch brauchen wir. Die Fledermaus haben wir abgegeben, aber den Frosch noch nicht. Gut, dann hole ich den mal da raus. Und alles, was du sonst noch so eventuell haben könntest, bring mit. Ich leg ihn dir in deine Kiste am Haus. Ich bin gerade auf der Insel. Ach so, ja. Welchi? Hast du unsere Samen irgendwo gesehen? Nicht durch, bist du. Schlangenschädel! Jawollo! Glückwunsch! Jetzt haben wir den Ende. Muss man angeln? Ja. Mm. Und der dauert verdammt lang. Also ich weiß noch, das letzte Mal habe ich auch übelst lang nachdem geangelt. Ach, da sind die Erdbeeren. Okay. Alles klar. Ach, ich habe noch gar keine Erdbeersamen gemacht. Ne? Voll. Glückwunsch an mich. Glückwunsch. Cheater.
So, jetzt habe ich nochmal einen Schlangenschädel. Super! Yay! Oh nee. Was denn? Gehen die Zaun-Alerts wieder los. Das klang im ersten Moment wie Dings, wie Squid Game. War's auch. War's Squid Game? Ah! Okay. Ich hör's nicht. Ich hab's nämlich ausgestellt. Das Unkraut hat Schaden angerichtet. Mhm. Richtig. Oh, Bob krabbelt. Da ist Bob und er krabbelt. Hallo Bob. Krabbel Bob. Hallo Bob. So, jetzt kann ich es lesen. Wir sind gerufen zum Abschluss meiner Kleider. Ich habe einen Entwurf für eine neue Art von Truhe beigefügt. Viel Spaß. Steintruhe. Yay. Cool. Da erntet schon jemand. Ich höre das. So, ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige. Holzfässer? Ich glaube ja. Okay. Ich brauche aber auch definitiv Eichenharz. Eichenharz glaube ich mehr als Hartholz. Okay. Verdammt, hast du Schlangenwirbel? Nee, habe ich nicht. Den Schädel hatten wir schon abgegeben. Den habe ich nicht. Sag, du hast frei. Alles Meine klar. Nase sagt mir, dass Schlangenwirbelsäule in der westlichen Region der Insel gefunden werden können. Auch ziemlich schockierend, was mit dem Mikronautchef. Ja, ich weiß noch nicht, ich habe es nur gestern gelesen, dass er gestorben ist, aber da stand noch nichts wegen Todesursache oder so. Haben aber wir auch noch nicht rausgegeben. Ist natürlich richtig bitter. Ich hab den gern geschaut. Ja, das ist richtig. So. Also bis jetzt wurde nur öffentlich gemacht, dass er tot in der Wohnung aufgefunden wurde und hinterlässt tot gelacht. Boah. Frau und zwei Kinder. Ne? Ja. Glaub ich. Ja, es ist bitter, vor allem Dingen, wenn du jetzt überlegst, jetzt haben sie haben ihn ja irgendwie jetzt noch im LOLcast drin gehabt, ne? Für die nächste Staffel, die war ja jetzt fertig gedreht. Und der kommt dann jetzt im Februar raus oder so. Naja, super. Finde ich jetzt auch dann immer so ein bisschen doof, wenn dann da was tun noch irgendwie gemacht wird. Kann ich überhaupt nicht. Naja, aber was willst du machen? Sicher vom Traktor fahren. Du kommst raus. Dankeschön, Perso. Was hat Perso gemacht? Yay. Hier. Wie komme ich an Schlangenwirbel? Ja, 52 ist kein Alter zum Sterben, richtig. Aber das ist manchmal. Der sah noch so jung aus. Der sah echt gut aus für 52. Also, ja, okay, der hat so langsam graue Haare gekriegt, aber der sah noch für 52. Nice. Am Strand, hä? Ja. Traktor ist frei. Hm? Oh, ich habe ein Event auf der Farm. Das kenne ich nicht. Graue Haare sind sexy. Bigfoot. Weißt du, wovon du redest, ja? Das ist trotzdem voll schlimm. Was? Ich bin auch sexy. Warum Perso hast du auch schon Haare? Ja, oh, dann Jungs, mal, Leute, dreimal Leute. Raten. Ich habe ein Event im Weinberg mit dieser verlassenen.
Elisabeth lebten hier, das war ihre Weinberg. Ah, von deiner Dummkopffrau. Nee. Von deiner Dummkopffrau. Erinnerst du dich an die große Rezession, die wir hatten? Du hattest ja immer noch deinen Bürojob. Ach so. Der Stoßflug auf den Markt hatte eine Auswirkung auf die Nacht. Nee, einfach eine hübsche. Aaron und Elisabeth fielen hier so lange, sie konnten durch, gaben aber schließlich auf. Opa, verdammt, hat im Kopf. Ja, so. Das Geld fehlt. Ich selbst am Rande des Bankrotts. Mit wusste ich, wo ich gutes Futter suchen musste. Hat mich gerettet, Joba, kümmert sich um mich. Das gleiche ist mit Alexa passiert. Alexa! Na? So, wo geht's hier weiter? Ich weiß ganz genau, dass hier Nemo abgeht. Wo? Oh, was haben wir denn da unten? Meins? Elfische Juwelen. What? Wie gut ist das denn? Oh, look at this. Nicht schlecht. So, geht's hier noch woanders weiter? Hier noch ein Junimo. Wo ist er? Lol, Junimo ist da unten. Mich da runter. Ich will da runter. Okay, 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 okay. Meine Freundin guckt schon wieder die Wand an hier. Irgendwas stimmt mit deiner Frau nicht. Vielleicht solltest du dich mal rasieren. Sophia ist nicht ein einziger Bug, ey, in dem Spiel. Das ist irgendwie total du wolltest sie haben. Sie nennt dich morgen. Konnte ich ja vorher nicht wissen. Kopf. Konnte ich ja nicht vorher nicht, wissen, dass es so eine verbuggte Beziehung wird. Naja, es doch, ist das hat man sie kommen sehen. Ja, sie war etwas komisch. Geil, ich bin im Unimo-Dorf. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Oh. Ah, aber Perso, Frage, wo finde ich Schlangenwirbel? Alter, ich kann mir den traden. Ja, kann man, aber die haben nur teuren Scheiß, den kein Mensch braucht. Guten Morgen, Julia, Sophie, schönen zweiten Advent. Du kannst du sogar radioaktive Barren kaufen. Advent. Ja. Die Insel brennt. Ich finde die Schlangenwirbel nicht. Na, was? Nein, zweiten. Zweiten? Perso, für dich ist vierter Advent. Wird Zeit, dass du Weihnachtsgeschenke kaufst. Ja, hör auf, ich hab noch. Cookie wartet schon auf Iris. Ich muss noch kaufen. Lach mal nicht. Oh ja. Bin dann auch wahrscheinlich in der Woche vor Weihnachten nochmal unterwegs. Ich meine, noch darf ich ja in Einzelhandel. Ich habe da nicht so ein Problem. Aber, naja. Ach, nutze es, solange du kannst. Ich nutze Amazon, solange ich kann. Ja, das sowieso. Da bin ich im Warmen. Das ist wie Schaufensterbummel. Und wenn es mir nicht gefällt, dann brauche ich nicht wieder raus ins Kalte, sondern es wird im Warmen umgetauscht. Oder retourniert. Finde ich gut. Klingt nach einem Plan. Ja. Super Plan. Ja, ich schmeiß ihm noch Kohle in den Hals. Ich weiß. Verdient hat das nicht. Ich weiß. Wem meinst du? Dem Bezos. Bezos ist ja nicht mehr vor
Ah, doch, auch noch die Aktienanteile. Also wir haben 618 Hartholz, das müsste glaube ich reichen, Bechi, für deine Fässer. Ja. Aber du hast recht, wir könnten noch ein bisschen mehr Eichenharz gebrauchen. Nee, hab ich nicht. Also ich doch, in der Tat. Also, für die meisten habe ich schon was, ja. Und ich muss sogar dazu sagen, ich hasse es. Ich hasse es, Geschenke zu verpacken. Ich kann das nicht. Mir geht's nicht ums Verpacken, mir geht's darum, mir Geschenke auszudenken. Ich hasse es wie die Pest, ey. Welchen unnützen Scheiß schenke ich dieses Jahr? Was kann man Babys schenken? Liebe. Aufmerksamkeit. Hallöchen. Ey, du hast gesagt Liebe. Liebe. Windeln. Windeln sind auch gut. Baby freut sich über Rassel. Baby braucht Rassel. Ne? Schnuller. Strampler. Strampler? Morgen, oh. Lena. Moin, Lena. Ja, wir sind gerade bei den Weihnachtsgeschenken. Hallo, und Lena. Julia hat gefragt, was kann man Babys schenken? Ja, Schnuller. Lena habe ich viel zu viel für meine Frau auch. Eine Packung Dinkel, Dinkel, Vollkorn. Quetschis. Zwieback. Nee, Quetschis sollte. Na, Quetschis sind schlecht, nein. Quetschis sind lecker. Windeln von Pampers für 20 Euro. Oder du nimmst das Abo von Amazon, dann bist du noch günstiger. Oh. Bio-Dinkel-Zwieback, freut sich Baby ungemein drüber. Ja. Genau. Ist mir neulich mal passiert. Hatte ich ein bisschen mit dem Magen und dann habe ich ab und zu esse ich dann auch mal Zwieback. Und dann war ich im DM und habe aber nicht so den, klassischerweise wohl über diesen Brandzwieback, ne? So. Ja, den normalen. Den normalen Zwieback. Dann war ich im DM und die hatten nur so Bio-Dinkel- und Schießblütot-Zwieback. Und dann hab ich gesagt, gut, nimmst du mal mit, kann ja nicht so scheiße schmecken. Also ich sag mal so, ich hab den ersten Zwieback gegessen, der Rest ist in die Tonne gewandert. Danach ging's dir besser, oder? Dann warst du nicht mehr so besser. Ich war so geläutert, ja. Gehst in der Drogerie, gehst du Lebensmittel einkaufen? Liebe Grüße von meiner Mama an Cookie, Bech und Sau. Liebe Grüße zurück, Lena. Zurück. Gruß zurück an Janosch. Die habe ich auch schon lange mal gesehen. Ja, ist richtig. Kann man mal machen. Och nö. Cookie-Ballismus. Ah, nicht Kekse. Meine Bruder hat, glaube ich, 3 oder 4 Tage nach Kekse gerochen. Nach Familie gerochen. So doof man sie dann essen darf, ne? Ja, nichts über frisch gebackene Kekse. Meine Mama hatte auch letztes Wochenende gebacken. Dann war ich unter der Woche bei meinen Eltern gewesen. Und so, ich habe auch Kekse gebacken. Möchtest du welche probieren? Und dann war sie so großzügig, dass die eins von jeder Sorte, von den 4, die sie gemacht hat. Nee, der Rest bleibt bis Weihnachten. Und dann, na toll. Also jeder, der mich besuchen kommt, der kriegt die momentan in die Hand gedrückt. Nimm mit, weg. Ich will sie nicht zu Hause haben. Echt? Ja, ich will sie nicht haben. Ihr müsst ein. Warte mal, Perso, was machst du da eigentlich? Also. Ihr müsst einen Gutscheincode mit Cookie21 bei ihr in den Chat schreiben und dann wird sie euch ein Kekse-Präsent-Paket schicken, ja? Sie möchte sie loswerden. Sponsor bei Xau. Was? Sponsor bei Xau. Nee. Also ich hätte noch Zeug, ich könnte noch mal, weiß ich nicht, so 200-300 Kekse backen. Oh, super. Super. Wo kann ich sehen, welches Level ich bin, Bash? Ausrufezeichen Mi. Hallo Bob, hallo Sophia. Mein Kind taucht wieder. Unter den Dielen durch. Man sieht nur den Haarschopf. jetzt ist es im Regal verschmolzen. Ich habe ein Transformer-Kind. Das regnet sich ja schon wieder. Toll. Sei doch froh. Nee, keine Trüffel. Nee.
eigentlich noch das Witzgedönse? Jo. Was? Ich kenne Kuchen. Ja klar, Kuchenkenner. Eigentlich heute noch mal einen Apfelkuchen backen. Hm. Das Problem ist, wohin da damit? Deinen Bauch? Nein. Was ist denn das? War das eine rhetorische Frage? Fun Fact, ich esse das, was ich backe, äußerst ungern. Genau, wenn man weiß, vergiftete Kekse sollte man selber nicht essen. Nein, weil ich immer an meinen Sachen was auszusetzen habe. Jetzt bin ich immer gespannt. Ist jemand gerade auf dem Traktor? Nee. Weil, ja, die zweite Traktorscheune ist fertig. Kannst du den mal rufen bei dir, Cookie? Ja. So, warte mal. Okay, der zweite Traktor funktioniert. Ich bin jetzt auch auf einem. Cool. Ich bin auch auf einem. Was? Was? Hä? Wir haben es ja kaputt gemacht. Okay, wir müssen einfach nur Traktoren bauen und automatisch haben wir ganz viele Traktoren da. Ist ja super. Ja. Perfekte Voraussetzung. Endlich wissen wir, wie es funktioniert. Also gut, dann lassen wir es erstmal bei zwei oder soll ich noch. Ich baue noch eine dritte, dann ist das alles wieder legit. Dann hat jeder einen Traktor. Genau. Trecker fahren, Trecker fahren. Hier wollen wir wieder Trecker fahren. So. Außerdem, irgendwo muss das Geld ja hin, ne? Also entweder für einen Traktor oder für eine goldene Uhr oder so. Brauchen wir die goldene Uhr? Nee, was wir als nächstes brauchen, glaube ich, ist ein Inseltotem. Wir müssen den Vulkan mal ein bisschen unsicher machen. Und diese Drachenzähne farmen. So, Hauptgebäude errichten. Traktor bauen. Iha, ich hab Traktor. Ich hab Traktor. Bei der Macht von Grayskull. Ich hocke oben Traktor. Ich habe den Traktor. Ich hab mir das tatsächlich angeschaut, ne? Revelations. Ja, ich bin auch mit durch. Wie fandst du's? Bisschen abgedreht, ne? Ich fand's gut. Ja, ich fand's gut, es war zumindest nicht langweilig. Ja, das ist richtig. Also dafür, dass sie immer halt beim Arsch waren, war's echt gut. Hast du mal, hat jemand mal auf also diese Toys That Made Us Reihe gesehen auf Netflix? Mit diesen Kinderspielzeugen, wie das entstanden ist und ja, so ja. weiter? Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Da ist ja auch, die sind ja auch die He-Man-Macher. Mit drin, ey, das war ein Typen. Ja, gut, das habe ich mir jetzt nicht so weit angeschaut. Ich habe mir die Power Rangers Serie angeschaut und weiß jetzt, warum Saban draufsteht. Ja, das ist. War Power Rangers hatte ich aber vorher schon. Ja, dass das eigentlich nichts anderes war als, ich sag mal so, nachbearbeitete Japano. Ja, irgendwann nicht mehr. Ja, ist richtig. Aber trotzdem. Und festgestellt, oh, man kann Geld mitmachen. Oh, easy, dann machen wir es selbst. Was endlich ist die Dame. Neben mir mal wach. Aha. Say. Sag nicht, die hast du geweckt. Hab Perso eine Freundin? Ich glaube, er redet von seiner Katze. What? Nee. Günther? Günther, genau. Seine Freundin heißt Günther. Günther, bist du's? Perso hat eine Freundin, oder? Perso hat eine Freundin. Ich rede von einer Person. Mach ich doch. Also keine Katze. Person ist keine Katze. Ich hab... Nein, das kann ich nicht laut rufen. Gut, dann lass es. Okay. Das Jugend... Was? Hä? Freund im Sinne von Freund... Freunde? Nee. Ich weiß nicht. Benefits?
Friends, oh, Friends wird, ja, oh Gott, Friends, Friends wird. Little Things to Share. Also das soll jetzt irgendwie gemein klingen, aber... Hä? Hey? Hab ich recht? Ja, verstehe das schon. Oh! Richtig. Und deswegen wollte ich mich nicht zu laut freuen. Hier, meine Nase sagt mir, dass Schlangenwirbelsäulen in der westlichen Region der Insel gefunden werden könnten. Dann soll die auch mal buddeln, die Nase. Westlichen Region? Ja, das ist unsere Farm. Achso, Thema Farm. Haben wir eigentlich beim Frosch die Questreihe schon angefangen? Hä? Mit der Melone und so? Und dem Knoblauch? Nee, das ist noch am Machen. Also wir dürfen nichts ernten. Lena bringt das auf den Punkt. Seid ihr zusammen? Ja, moin. Die Person ist lediglich meine ehemalige Klassenkameradin. Ja! Jo! Ja, das ist richtig gemacht, Person. Alter, ist man... Okay. Nicht mehr strafbar. Cookie, ey, jetzt wird's aber echt... Was denn? Das ist so mitunter immer das Wichtigste. Erstmal abklären, wie alt bist du? Was denn? Okay. Wie alt bist du? Ach, alt genug, das ist ja gut. That's right. Genau, der Frosch will rosa wachsende Dinger haben. Genau, Melonas. Genau. Haben wir doch schon gepflanzt, oder? Ich weiß es nicht, warum denke ich immer am ersten Schritt. Tue ich nicht. Nein, nie. Nicht vom dritten Date. Weißt du, was er meint? Also. Jetzt werde ich hier wieder als Böse hingestellt. Bist du? Nein. Du hast immer ganz, ganz viele Hintergedanken. Ich bin Realist. Was, Persifone, du warst im Zoo? Ganz versaut, das ist mein Problem. Was denn? Ich kenn das doch. Wir sind nur Freunde. Bei Buchel so. Spielt der. Ja, wir sind doch zusammen. Kennt ihr das nicht? Ich kenn das auch anders. Schon ein paar Mal so mitgemacht. So die Dinger. Aber dann musst du halt immer warten, du darfst den Leuten da nicht vorgreifen und sagen, ja, ist klar, wir wissen schon, ihr seid zusammen. Nein, du darfst nicht sagen. Immer, okay. Doch, das kannst du schon machen. Wenn wir dann rot werden, weißt du, was Sache ist. Wir werden ja nicht rot. Die Leute oder können mittlerweile lügen. Nee, mittlerweile lügen, ohne rot zu werden. Ja, gute Schüler. Ach, ich krieg diesen bescheuerten Wirbel nicht. So, Perso schreibt also. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird also losgeht, dann. Dann wird's interessant. Dann wird's interessant. Oh, wer hat die Nuss gefunden? Ich. Sehr gut. War noch eine dran? Mhm. Ich dachte, wir hätten da alle. Von dem Gegner oder beim Buddeln? Jetzt schwören können, da wären wir jetzt schon. Was? Jetzt kommt der Dichter aus raus. Was? Kommt der Dichter aus Perso? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Lena schreiben würde. Da war die auch. Ja, Dichter. Dichter. Ja. Mein Vater war Dichter. Aber Goethe war Dichter. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wenn ich da unten in diesen Wald gehe, dass das irgendwie nochmal triggert mit dem Handy-Event. Ich möchte diesen Weinberg da haben. Im Wald. Erst eine kleine Farm, dann der Weinberg. Jo! Ja,
was denn? Großgrundbesitzer, ja? Das Ziel ist Großgrundbesitzer sein. Mir gehört schon eine Insel, oder uns gehört eine Insel, ja? Mein Haus, meine Insel, mein... Nein, wir sind nicht zusammen. Mhm. Nicht oder noch nicht? Ihr habt nur so Spaß? Naja, Perso hat mit also angefangen und 3 Punkten. Ich warte immer noch auf die Antwort. Jo. Also das heißt mit anderen Worten, ich kann ja jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Ich kenne ja noch nicht die ganze Wahrheit. Wie ist das denn passiert? Quatsch, das Mädel neben dir ist wach. Lass die mal in den Chat reinkommen. Ja, genau. Erstmal ausgefragt und direkt. Tschüss, muss nach Hause. Genau. Just saying und so. Oh, wie ist das jetzt? Erzähl. Rede der Philipp. Ich wäre mal interessant zu erfahren, wieso ihr miteinander im Bett liegt. Ja, ich sag mal, Freunde mit gewissen Vorzügen, Lena. Aber da bist du vielleicht noch zu jung für. Oh, so, falsche Antwort. Da ist jeder zu jung dafür. Finger. Ich würde sagen, ich gebe Pepperoni an, aber ich komme immer noch mit dem Fass vorbei. Lediglich sind wir öfters am Wochenende unterwegs und unternehmen was. Da teilt man sich halt mit. Jo, sehe ich auch so. Das hört sich an wie ein verheiratetes Paar nach 40 Jahren Ehe. Meinst du? Ich glaube, das soll einfach nur so klingen. Rentner haben prinzipiell, das habe ich gelernt, Rentner haben nie Zeit. Die sind immer unterwegs. Oh. Ja, das ist unter der Woche. Oh, scheiße. Meine Großeltern waren immer unter der Woche unterwegs. Ja. Wir hatten nie Zeit gehabt. Hör ich dir, ist so. Das ist, sobald Rentner bist, nach dem Motto, jetzt habe ich ja Zeit und dann wird alles voll geplant und man hat nie Zeit für was anderes. Mhm. Und wenn es da mal Azure zu Hause gab, dann kam immer die Antwort, na gut, dann unternehmen wir halt mal was am Wochenende zusammen. Weißt du, guck, also, du musst da ja pauschal mindestens 3 Vormittage streichen, die dafür angedacht ist, beim Arzt zu sitzen, ja, und mit Leuten Smalltalk zu halten. Moment, falsche Hütte. Boah. Moment, falsche Hütte. Lena, man mag sich halt und kuschelt mal. Joa. Oh, das ist auch nur kalt. Anführungszeichen. Okay, sorry, da bin ich raus. Das ist nicht meins. Die möchte es direkt hier, so. Ganz oder gar nicht. Nein. Wird das denn wieder schon für ein schlüpfriger Chat-Talk hier? Mein Gott. Junge. Hallo, haben wir doch nachzuholen, gar nicht. Oder? Wir haben 2 Wochen lang Entzug von Trash-Talk am Sonntag, ja? Also das ist einfach, ja. Um GA. Ich bin der Meinung, kann man machen, muss man aber nicht. Außerdem, Betty, bei dir im Chat geht's auch nicht anders zu. Ne? Wenn man richtig. Mal ganz ehrlich ist. Also, naja, mein Chat ist euer Chat. Nein. Wenn du alleine streamst, meine ich. Ach jo. Ja? Was nicht kuscheln will, was ihr denkt. Nein, da hätte ich jetzt auch keine Frage. Ja. Aber das ist auch wiederum eine andere Geschichte. Sag mal, wo sind denn unsere Melonen? Wo sind unsere Melonen? Unsere Melonen sind immer noch nicht reif. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal backup-mäßig zu Pierre rennen. Ach nee, es ist ja fest. Scheiße. Können wir auch keine Melonen mehr kaufen. Morgen. Der letzte Tag. Na. Nee, wir können auch nicht kaufen, weil es ist Festival. Ja. Ist es heute echt der letzte? Ja. Jo. Das jetzt verkackt. Mal wieder. Verkackt. Das ist toll. Hat nicht irgendeiner noch Melonen bei sich in der Kiste, die man. Ich habe das Gefühl, ich kann glaube ich nochmal bei Dings schauen im Museum. Ich habe die Belohnung, glaube ich, für Melonen und so noch nicht abgeholt. Da gab es doch auch Melonensamen, oder? Ich weiß es nicht. Also hier sind schon mal keine. Welche guckt schon.
ich das im Hinterkopf? Ich bin irgendwie verflucht, immer wenn wir über dieses Thema reden, platze ich in irgendwelche Streams oder Gesprächen. Ja. That's life. Ich mach mal Melonsort. Oh, okay. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nur 4 Stunden geschlafen. Ich bin nicht auf der Höhe. Nee, die hat Menschheit hat keine Hobbys. Hab ich jetzt eher gesagt. Erst müssen wir bloß wissen darüber. Umso jünger sie werden, umso mehr wissen sie auch. Ja, stimmt wohl. Michi, kennst du The Hunter Call of the Wild? Ja. Okay. Besitzt du das? Nein. Okay. Aber es soll gut sein, habe ich gehört. Ja, ich habe es gestern mal wieder angeschmissen. Und ist mir aufgefallen, dass das Ding ja sogar einen Multiplayer hat. Zusammen auf die Jagd gehen. Nein. Hey! Nein, wir töten keine Tiere. Wir regulieren nur den Wildbestand. Genau. Unser Ökosystem zu schützen. Jeder Jäger, immer. Ne? Nein. Weißt du, dieses Nashorn, dieser Elefant, die waren tödliche Tiere, die mussten wir einfach erschießen. Eieiei. Aber ja, Lena, du hast es eben eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Du kommst immer in den schlechtesten Gelegenheiten in den Chat. Ja, aber also die Tage bei Beschi war es schon mitunter. Hui. Interessante Themen, ja. Da so hatten. Ich glaube aber, es war eine andere Ausgangslage. Ich glaube, aktuell muten wir über eine Person, die möglicherweise mit jemandem zusammenkommen möchte. Mhm. Bechi, hast du was dagegen, wenn ich diese Quemper-Hütte oben schon auf uralte Saat umbaue? Ja, mach mal. Oh, wir haben wieder Batterie. Ja. Jetzt ein Stück. Wieso habe ich so viele Batterien? Du hast auch welche, so viele? Jo. Ich habe noch 36 im Inventar. Ja, warum? Weil wegen ISO. Wegen der Luftfeuchtigkeit und wegen den Mücken. Weil es nachts kälter als draußen ist. Brauchst du mehr Kunden? Ja, O3 wäre noch ganz hilfreich. Hä? Was hast du denn mit Mücken? Fang doch gerade erst an. Ich hatte gestern Abend eine Mücke. Zum Abendessen? Achso. Nee. Ging mir äußerst auf den Zünder. Eine mumifizierte Fledermaus. Brauchen wir die? Nee, wir brauchen den Frosch. Der Frosch ist bei Cookie in der Kiste. Vor dem Haus. Und wir brauchen Schlangenwirbel. Aber ich finde keine. Jo. Okay, Schaden wird mir zwar angezeigt, aber ich bekomme keinen. Ah, okay. Ja, schon recht so. Jetzt passt schon, okay. Das passt. Anushka, hallöchen. Mosche. Guten Morgen. Na
kommt doch her. Zack, zack, zack. Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich kein Corona. Nicht immer direkt vom Schlimmsten ausgehen. Naja, ich habe irgendwie das Gefühl, der drückt momentan irgendwie an jeden Rand, ne? Immer näher. Man kann es nicht mehr vermeiden, dass man es dann irgendwann hat. Ja, komm, stirb. Nee, einfach nur krank, siehste. Ah, na dann. Die das Leitvariante. Hab ich grad im Status. Das erfährst du mit Mi. Mi? Ausrufezeichen Mi, oder? Mi, ja. Mi, Mi. Nein. Jetzt nicht. Doch, Mi, Mi. Tipp. So, was ist heute Luau? Ja, ja. Um 22 Uhr. Nee, Luau, Quallen. Das Mondquallen-Ding. Ach, das. Tolle Beschreibung, ne? Mondquallen-Dings da. Ey, das Dings da bummst da. Mondquallen-Döse. Ja. Warum ist die Ente nicht im Stall? Hey, Ente. Weil die Ente Feierabend gemacht hat. Ja. Jo. Die Feierente. Freiheit den Enten. Nee, Freiheit den Eseln war das. Das war bei Graveyard Keeper. Na, gib mir. Achso, es ist ja. Danke. Oh, ich dachte gerade, ich muss hier alles winterfertig machen. Es ist ja erst Herbst. Ja, Xau, mach doch mal alles winterfertig. Ja, das, genau. Das fände ich wirklich in Ordnung. Mhm. Ja. Ich hab ein Monsterjagdziel erreicht. Gezapp. Das ist das erste Mal im Spielstand. Ich liebe den Traktor. Na komm her. Traktor Cookie on the road again. Ja. Kann man mal legen. Habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, wie viele Felder wir eigentlich auf der Farm angelegt haben? Und was machen wir am besten im Herbst? Cranberries? Alles Cranberries? Dann braucht man nur einmal pflanzen. Bietet sich an, ne? Ja, komm. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nee. Community Center sind wir, glaube ich, soweit durch. Wir brauchen das Dings. Hier ist Melonensaat. Aber brauchen wir nicht mehr, ne? Hatte Peschi ja jetzt. Hab ich so einstecken. Komm nicht auf die Insel aktuell. Okay, super. Gut. Ich behandle mir gerade das Thema Glück. Gott, was? Glück ist eine Frage der Definition, würde ich sagen. Können wir hier noch nicht runter? Was ist jetzt? Ja, da bin ich auch schon drüber gestolpert. Soll ich das aufmachen? Ja, mach auf. Wo bist du? Im Vulkan. Vulkan, fünfte Ebene ist zu. Fünf Stück. Ah. Wow. Das hat sich gelohnt. Aber wie war das denn? Konnte man dann direkt auf die fünfte Ebene oder kommt man nur runter? Kommt nur runter. Kommst nur runter. Diese 10 Level da im Vulkan machen ist echt ätzend, ne? Jedes Mal. Ja, aber ganz ehrlich, ich musste vorhin den Totem benutzen, weil ich nicht mehr rausgekommen bin. Ja. Es ist doch schön. Ich
Das ist Schande, so. Schande. Schande. Geht ihr zum Festival? Och nö. Gut. Ich schaff das nicht mehr. Das letzte Mal sind wir bei den... Ach ja. Wie heißt... Oh, das hört sich süß an, Lexi. Wirklich süß. Abgestürzt? Was? Ja. Echt? Okay. Ja, ja, dann habe ich auf einmal keine Leiste mehr gehabt und so. Und deswegen, ich werde jetzt mein Glück nicht herausfordern. Es läuft jetzt gerade und es ist gut so. Oh, Adler pennt mit der kleinen Arm Wohnzimmer auf der Couch. Mama hat Ruhe. Hattest du jetzt den überflüssigen Schädel verkauft, Cookie? Ja, ich brauch die Wirbel. Ja, so wird's draus. Und ich find sie nicht. Ui. Das ist eher das, was mich mehr nervt. Das ist Bob. Hallo Bob. Ich freue mich auf den Winter. Da muss ich mich nicht so sehr um die Schweine kümmern. Ey, du wolltest die Schweine haben. Ja, ist ja okay. Jetzt kümmere dich auch darum. Tue ich doch. Alles gut. Du wolltest ja die Haustierchen haben. Ja. 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 Eher Stalltierchen als Haustierchen. So. Hä? Eher Stalltierchen als Haustierchen. Genau. Was ziehst du denn da, Cookie? Ich hab gesagt, du wolltest die Schweinchen haben. Jetzt musst du dich auch drum kümmern. Ich schwöre mich doch nicht. Ja. Ich mag sie auch total gerne. Außerdem bringen sie Kohle ohne Ende. Sehr schön. Das Ende sehe ich aber schon irgendwie bei der Kohle. Wieso? Soll ich dir das zeigen? Gibt es eigentlich ein Limit von dem, was man beim Stadio verdienen kann? Ja, nö, gibt es nicht. Auf meinem Jahr 6 Spielstand hatte ich, also der Vanilla Jahr 6 Spielstand, wo ich die 100% gemacht hatte, da habe ich, ich glaube, 38 Millionen Gold oder so. Uff. Oh. Das ist süß, Lexi. Ja. Samen kaufen. Sturmfrei. Ah, Dünger brauchen wir noch. Dünger können wir doch aber herstellen. Ja, da kann Bechir mal gerade schauen, ob noch welcher da ist. Vielleicht. Ich hole einfach mal so, keine Ahnung, 800, 900 Stück. Was ist verschlossen? Was? Um 9 erst? Ich dachte, der macht früher auf jetzt. Nee, wir haben nicht den Schlüssel. So. Okay. Stimmt, wir sind bei Qs immer noch gar nicht drin. Aha. Einmaliges Angebot. Ach, Moment. Ach, das sind für die Qualitätsdings. Wie es mir geht, ist soweit ganz gut, würde ich sagen. Reisenberg, da waren sie. Ich krieg hier nichts Bescheides raus. Was wollen wir den Diamanten? Brauche ich. Für? Bewohner. Achso. Liebe. Purer Eigenbedarf, verstehe. Liebe. Erkaufte Freundschaft. Ah, deine Katzenöhrchen, hallo, ich... Oh, schon. Ich bin ja hier alles von deine Katzenöhrchen. Aber hast du schon mal. Oh. Das werde ich nicht vorlesen. Die ganze Welt nehmen nein. Adler jeden Tag auf Arbeit riskiert sein Leben für seine Familie. Nein. Okay. Lena, manches einfach nicht zu persönlich nehmen. Ja. Leb dich leichter. Also, Lexi wollte damit ausdrücken, dass er auf ihren Mann gerade sehr, sehr stolz ist. Achso, ich glaube, ich habe Melonen gefunden. Mm. Was haben wir da unten? Warum ist denn da noch... Oh, das ist die Stelle, wo
Nö. Ja. Lena, nicht so viel persönlich nehmen. Lebt leichter. Haben wir noch Dünger? Standarddünger habe ich gefunden. Das stelle ich gerade welchen her. Was? Bin schon dabei. Schon dabei? Okay. Dann fahr du düngen, dann fahr ich hinterher mit dem Saatgut. Haben wir noch Fische zum Verwerten? Nee, haben wir nicht. Ah, dann. Banane. Das normale. Den normalen Dünger. Yeah. Ich glaube, ich muss ein bisschen Haus verschönern. Was wollen wir nehmen? Gemeindesäuberung oder Jobdetails bei Annahme beigefügt? Was ist das Jobdetails? Ich suche jemanden, der handwerklich begabt ist und keine Fragen stellt. Von wem? Von Marlon? Ich würde das machen, wo man das mit dem Linus-Kram. Hä? Nochmal. Na, hier diese Säuberung. Säuberung? Ja. Gehen wir angeln. Vielleicht niemals, ey. Ich muss nochmal gleich machen. Ah. Und fight! Ups. Gelandet. Und wie das nicht reicht. Also Xao, du kannst ruhig überall drüber fahren, das ist vollkommen egal. Ich kann auch noch im Nachgang den Dünger sehen. Echt? Wann geht das? Geht schon immer. Sicher? Ja. Okay. Darfst du nicht am nächsten Tag erst machen. Ja, da hat Lexi nicht ganz unrecht. Ich würde mich gerne enthalten. Das ist mir gerade ein wenig zu kindisch. Was? Ach. Naja, es ist eine reine Wortwahl, also ganz ehrlich. Also für mich ist es angekommen, was Lexi ausdrücken wollte. Ich habe 440 Samen zu viel gekauft. Ja, macht nichts. Bitte nicht lächeln. Rechnen kann ich. Nein, ich wusste nicht, wie viele Felder wir haben, also haben wir einfach einen riesen Stack geholt und losgelegt. Ja, wird ja nicht schlecht, also von daher ab damit in die Kiste. Just saying. Just saying. Was? Wird ja nicht schlecht, hab ich auch gesagt. Ja, ich kann es endlich schmeißen. Was, du bist schwanger? Nein, ich kann mein Kind endlich schmeißen. Ich kann mein Kind an die Decke werfen. Nein, ich kann Cookie, mit meinem Kind... so hoch, so steht morgen das Jugendamt vor der Tür. Eieiei. Nein. Habt ihr verstanden? Ich kann schmeißen. Schmeißen. Ja, schön. Yay. Ich glaube, Lena macht das auch nicht. Wenn sie ehrlich ist. Ich angel Müll. Falls es jemanden interessiert. Ich tue was für die Umwelt. Ich bin für die... Oh, wie geil! Ich habe eine L-Ritze. Was ist eine L-Ritze? Aber ich habe sie. Ich habe es vorher im Spiel nicht. Ich kenne nur Modellieschen. Was ist eine L-Ritze? Was? Ich habe eine L-Ritze. Gefangen. Also, ich bin gerade am Angeln. Du redest vom Fisch, okay.
Das ist einer von den neuen Fischen. Das sind, glaube ich, ganz kleine Fische. Ja, also nach groß sah der jetzt nicht aus. Jo. Machen Adler... Was, heute? Macht Adler selbstgemachten Sushi? Ui. Das. Stopp, was kommt da drauf? Das ist jetzt die wichtigste Rolle. Frage. Die wichtigste Rolle. Was ist denn die Rolle? Oh nein. Sushi-Rolle. Man merkt, ich habe eine 4 Stunden Schnellung gehabt. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, was kommt in die Rolle? So, Punkt. Jetzt habe ich. Ich lasse es so stehen. Alles Tolle aus der Rolle. Ich dachte immer, alles Tolle aus der Knolle an. Hier ist doch funny, ne? Mhm. Go, Cookie, go. Jetzt Gurke, ein Frosch Lack. Und so. Was? Rhabarber? Rhabarber? Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber? Nein. Also du meinst jetzt nicht diese rot-grünen Stangen, die man auch in Kuchen, die eigentlich in Kuchen gehören, die man vorher aber einlegen muss, was ich einmal nicht gemacht habe, und das sausauer ist. Extrem sauer. Hä, hey, der Trick ist doch einfach ordentlich Zuckerguss drüber kippen bei dem Kuchen. Doch, die rot-grün. Echt jetzt? Echt? Aber das ist doch sauer wie Kulle. Was macht man denn jetzt noch? Rhabarber hat doch gar keine Saison aktuell. Wo kommt ihr denn dann her? Ich entschuldige mich sehr wenig. Also Rhabarber kenne ich nur in süß. Also Rhabarber-Kompott, Rhabarber-Kuchen, Rhabarber-Marmelade. Was kann man noch aus dem Zeug machen? Rhabarber-Schnaps, Rhabarber-Likör. Gibt es da Schnaps? Bestimmt, keine Ahnung, gibt es bestimmt. Du kannst aus allem Likör oder Schnaps machen. Wenn nicht einfach Aroma rausgezogen und reingeknallt. Man kann Stroh rum mit allem verlängern. Rhabarber-Barbara und so, ne? Boah, hör auf, Rhabarber-Barbara. Ich muss mal einen Strohrumkuchen machen. Ey, die Sahne, die hat direkt gesagt, und tschüss. Das hat ja nichts gehalten. Eine Strohrum-Torte habe ich mal versucht zu machen. Heiliger, ey. Mhm. Also du hast einen Löffel von der Creme gegessen und du durftest nicht mehr Auto fahren. Also die haben mir eine ganze Flasche besorgt. Okay. Weil ich gesagt habe, ich weiß so nicht mehr, ich habe versucht, eine zu bekommen. Die haben mir dann eine besorgt. Haben sie mir gegeben. Ich habe gesagt, ich gucke mal, wie viel ich brauche und den Rest bringe ich euch dann einfach mit, weil ist nicht meins. Könnt ihr wieder haben. Naja, und dann habe ich angefangen zu backen. Ich habe echt nicht viel benutzt. Die sind alle mit Taxis dann nach Hause. Super. Ich habe so aufgegessen. Ja, besser wie anders. Ich habe das abends gemacht, nach der Arbeit, und ich habe probiert und ich habe, glaube ich, so gut schon lange nicht mehr geschlafen. Ja, wir sind mal als Jugendliche mit einer Flasche Stroh 80 und einem Kasten Cola abgestürzt. War so richtig hardcore. Das würde ich nie wieder in meinem Leben, würde ich das Gemisch trinken. Das ist so widerlich. Einfach, boah, da kannst du... Was? Aber war cool. War What? Winter, war in im Gartenhäuschen, es war sowieso kalt, da hast dir warme Gedanken gemacht. Alter, das Zeug, das hat mir direkt die Schuhe ausgezogen. Das hat Bechi, die uralten Früchte sind fertig. Eigentlich. Nice. Wo genau? Gewächshaus? In deinem Opa-Haus da oben. Ach so, in dem. Ey, warum bin ich bei dir nicht mehr da? Grandwood und so. Hallo? Hä? Wo ist mein Fully Purpa? Tja, in einer halben Stunde verschwindet es, wenn man nicht schreibt. Och Mann, ey. Ja. Ich muss mir das mal bei Xero anschauen. So, auf jeden Fall gebe ich das Ding gleich wieder zurück, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ich habe es nur mal bei Layla kurz gesehen. Ich habe mein Fully Purpa. Eieieiei. Ich habe jetzt meine Hündchen da reingeschossen. Meine Möpfchen. Immer für ein bisschen Action sorgen. Ach, warte mal. Ist da was so eine Chatbox bei dir drin? Bitte? Hast du eine Chatbox bei dir? Ja, auch. Warum? Test.
Ach so, so arg, krass, die Was Kleinen. bist du? Jetzt Und bin dann ich müsste gespannt. eigentlich gleich Bäschi auch spawnen mit einem Pokémon, weil er geschrieben hat. Irgendwie, ich sehe ihn nicht. Ja, so willst bei der Geschichte. Das ist sehr gut, aber die Chatbox aber auch verschwindend klein. Nee, ich sehe ihn nicht. Wieso ist Chat Connect nicht Anushka. da? Lol. Anushka geht an mir vorbei, zack, der Name geht einmal hoch. Yay. So, was machen wir Schönes? Ja, gute Frage. Geh mal ins Opa-Gewächshaus. Also ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Was? Stream-Avatars. Was ist, laufen bei dir durchs Inventar durch? Gott, Jo, das liegt jetzt an der Position, Das aber wäre, glaube gut. ich, ganz geil, wenn Das die ist eine auf dem Sterne Inventar bei dir da rumlaufen oben. Bitte was? Wäre eher ganz geil, wenn die auf dem Inventar rumlaufen würden. Kann ich ja verschieben. Ah, guck mal. Da bin ich ja Anuschka frei. quatscht. Was mit mir? Ja, moin. Nein, wenn du was schreibst, Anushka, dann schreibt das auch dein. Was ist das? Du bist ein Ausdos. Ausdos? Ausdruss, ja. Ausdos. Gut, hier sind. Ein Ja, Pokémon. Pokémon. Ja, genau, du bist ein Pokémon. Bei Xiao im Stream. Echi, hast du. Bist du bei mir auf Follow? Ja. Verstehe ich's doppelt nicht. Das war Das ich kannst du nicht. ändern. Das wird erstmal random gesetzt. Und wenn du unten auf die Stream-Avatars gehst, auf diese Textbox unter meinem Stream, dann kannst du dir ein neues Pokémon geben. Wenn das geladen ist. Und Wird kannst das dann einfach nicht. durchscrollen. Wird das dann groß announced? Bitte? Wird das dann groß announced, dass das Pokémon geändert wurde? Nö. Das passiert einfach ganz heimlich, still und leise. Und Weil je nachdem. ich hatte irgendwas in die Kann man Vorschau. einstellen, ja, aber ich finde das total lästig. Finde ich auch Kannst absolut du. Das müsste nervig. Syntax sein. Ich hab. Jo. Mach doch. Anton. Enton. Ja, dann nimm Glurak. Bin ja auch mein Glumanda, also von dem her passt schon. Oh ja, Pikachu auf jeden Fall. Sicher. Oh, hör mir auf Als mit Ausdruck Pikachu. Ich hatte definitiv. Pichu-Jagd gemacht. Shiny, ey. Hör mir auf. Ja, wobei Pichu finde ich noch geiler. Echt? Ich Ich mag bin für gar nicht. Strubbelohr-Pichu, falls das noch irgendeiner kennt. Ja, kenne Oh, ich. Pichu, yay. Wo das eine Öhrchen so mit diesen Aha, jetzt ist drei noch nicht mal Wellen dazwischen. Glurak. Ja, siehst du. Ich glaube, ich mache das mal eben. Warte mal. Jawohl, schätze es da rein. Klaas. Gib die mal hoch, so jetzt Yay. laufen sie übers Inventar. Besser. Den Gott, die drei laufen durchs Kartoffeln. Inventar rein. Hätte Lena darauf jetzt ein Copyright gesetzt, hätte echt ein Problem mit den Kartoffeln. Was? Kartoffeln? Ich habe bei mir auch Kartoffeln drin stehen heute. Ja, deswegen sage ich es ja. Ich habe gar nichts drin stehen, doch. Farm, aber nicht mit den Kartoffeln. Kartoffel. Ich glaube, bei mir steht wieder was mit Kartoffeln. Ich glaube zumindest, dass ich es reingemacht hatte heute in den Tag. Was hat er? Ja, fast. Dere, Und Beshi hatte erst GTFO. Ja, das ist Moment richtig. mal. Hat jemand die Eulenstatue hier bewusst hingestellt oder ist sie jetzt übers Event gespawnt? Wir haben Die sie ist nicht gespawnt. mitgekriegt. Toll. Was war jetzt nochmal die Eulenstatue? Erscheint einfach Keiner mal, weiß, wo keine sie Ahnung. herkommt, aber sie sieht verdammt gut aus. Das ist auch die Beschreibung davon. Okay. Okay, du bist Müll am Angeln, ja? Ich bin gerade für die Grünen unterwegs, ja. Okay. Ich tue was für die Komm ich Umwelt, dazu, ich für den helfe dir beim Lavasee. Angeln.
Ich gehe mal zu Red Peace in den Vulkan. Ach Quatsch, Moment mal. Die Melonen sind noch nicht reif, ne? Nee, ich glaube nicht. Nein. Was stimmt mit dem Fenster hier nicht? Okay. Ja, stimmt. Oh! Das ist ein magisches Marmo Fenster. Experimente, ja. Der Reaktor läuft. Was? Wie ist das Wetter so in Deutschland? Bei uns in Wien regnet es. Weiß ich nicht, kalt. Ui. Durchwachsen also kalt, aber sehr kalt. Und zwar zumindest keine Minustemperaturen heute früh. Gestern Morgen hatten wir Schnee. Gestern früh hatte ich auch Schnee. Ja, war voll schön. Es war das richtige Maß an Schnee. So viel, dass er auf den Dächern überall liegen bleibt, aber nicht auf der Straße, dass du nicht rollen musst. Ich bin auf 100. 100, ne? Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Na? Lexi, sammeln Sie auch gerade den Feueraal oder Müll? Danke, Lexi, für den Follow. Feueraal? Nein, ich bin eigentlich nur wegen dem Müll hier. Wegen dem Müll? Wegen dem Müll hier, genau. Räumt hier nur auf. Und ich lach dich aus, wenn du jetzt eine prismatische Scherbe nach der anderen rausziehst. Ohne Witz, ich schubs dich in die Lava. Ich schubs dich in die Lava. Habt ihr das gehört? Sie will ein Attentat auf mich verüben. Ihr habt das gehört. Ihr habt das alle gehört, ja? Jo. Ja. Warum weiß da nichts? Ja. Ich warte drauf, dass es passiert. Bin schaulustig. Herzlichen Glückwunsch. Charakter wurde erfolgreich gegrillt, ja. Nee, das gibt's nicht. Es hat angebissen. Hä? Nee, ich will den Müll. Geh weg, hau ab. Joja Cola ist, glaube ich, kein Müll, ne? Nee. Ah, wir sind fertig. Echt jetzt? Ja. So, in den Müll, in die Recycling, konnte ich den Bahnsteig werfen. Okay. Cookie kennt den Weg, ich laufe einfach hinterher. Komm mal mit, ich bin Ortskunde. Ich glaub's nicht. So. Ah, haben wir einmal Trüffelöl? Das müsste ich nochmal unserem. Was ist das jetzt? Oh nee. Ach nein. Ja, komm, ich helfe dir. Ist ja gut. Bis. Saat und so. Achso. So, der Dupe Talisman. Haben wir jetzt noch dran? Kanalisation. Grobus nach dem Talisman befragen. Musste man dann in diesen versperrten Abschnitt. Wenn du dich erinnerst. Dann brauchten wir die komische schwarze Mayonnaise. Das Fenster ist hier immer noch in Action. Die konntest du aber auch angeln. Jupp. Ja, konnte man auch angeln, richtig. Oh, was ist hier los? Was ist denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich habe ein Event mit deinem Lover. Ja. Exile. Passt schon. Ja, gut. Egal. Zu Recht so. Egal. Hat das nicht nach dem Bahnhof? Tatsächlich. Ich kenne nur dieses eine Wort aus diesem Lied. Ich hab's noch nie komplett gehört. Oh, Pat und Patterchen. Nee, jetzt nicht. Machen die wieder hier Action? Krobus-Action ja. Und so? Ja. Oh. Bergenaufstand, yay! Toll. Das sieht man wahrscheinlich jetzt auch. Warte mal ab. So. Nee, hab ich nicht. Hallo Globus, Krobus. Pass nur auf. Hä? Piu, piu. Eigentlich. So, und wie haben wir das jetzt nochmal gekriegt? Na, wir mussten uns da durchkämpfen hinten in der Truhe. So war das. Guck mal, ich hab Heu gemacht. Ich auch. Nee, ich mach Heu. Ich hab die Verzauberung auf dem Schwert.
Achso. Siege Mardon. Mardon ist sehr erfreut, was? Okay, ich hab jetzt. Ich hab den jetzt und jetzt? Das müssen wir jetzt mussten wir oben an die Busstation und dann mussten wir diese schwarze, dunkle Mayo nehmen. Geben, damit wir bei der Hexe. Wenn wir damit fertig waren, dann kommt man beim Verzauberer heute das Buch zum Beschwören holen. Ich guck mal gerade bei Grobus, ob der Schadmayonnaise verkauft. Das hätten wir bei der fahrenden Händlerin gucken können. Er hat ein Schattenei. Immerhin. Ah ja, nimm. Nimm das Schattenei, ich kauf's einfach mal. Und dann einfach in die Mayonnaise-Maschine, ne? Eben. Jo. Kann ich das morgen abschließen? Jo. Hey. Party. Ich lauf da jetzt aber trotzdem schon mal hin. Nein! Super. Ich will nicht mit in dein Zelt. Hör auf. Oh. Hä? Ich möchte das nicht. Geht was los? Sollen wir die Polizei rufen? Nee, ich gehe schon. Alles gut. Ich gehe einfach nicht mit. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. So, warte mal. Hier. Und dann so. Auf Berühmchen. Sehr schön. Maschine. Gute Frage, wie lange braucht Mayo? Mayo 21 fragt, wie lange braucht Mayo? Haben wir überhaupt eine Mayo-Maschine? Ich weiß, wir haben eine Käsemaschine. Eine Käsemaschine haben wir, aber Mayo-Maschine? Ich wüsste nicht. Was braucht man denn dafür? Holzstein, Erdkristall, Kupferball. Oh, Morgen, Biene. Hallöchen. Mosche. Kristall. So. Guck mal, haben wir keine Kupferbarren mehr? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben kein. Doch, wir müssen nur noch Kupferbarren haben. Nee, wir haben keine geschmolzenen. Wir haben nur noch dieses unfertige Zeugs, ja. Oh. Na, du eine? Ach, jo. Mist, ich will doch keinen Treffer. So. Ich will die Mayo rausziehen. So, du angelst die jetzt? Okay. Hallo Panda-Hirte, danke schön für den Follow. Oh. Vor allem, oh. Wie meinst du das jetzt? Erst nochmal tausend Dank wegen, ne? Wegen gestern. Na klar, easy. Wenn's das nur war. Was hast du denn gemacht? Stardew Valley gerade gebogen. Ah, ging's bei dir auch nicht, Biene? Wegen dem Patch? Hat aber andere Gründe. Ah, okay. Werd müde. Schlecht. Wenn Villa Riba schon schläft, dann schuftet Villa Bacho noch fleißig am Brennofen, ey. Oh Mist. Sag doch noch eine, dass, eine so, dass es schon so spät ist. Cookies sind schon so spät. Cookies sind dort draußen. Nein. Wie nein? Hab was ich ist nicht. Das? Guck mal, mein Kind kriecht in seinem. Hä? Moment. Das muss man nicht sehen. Das wird nix. Oh. Ich glaube, ich hab auch verkackt. In meinem Haus, in meiner eigenen Hütte.
Nicht. Kurz vor knapp. Tut mir leid, ich hab's nicht geschafft. Gute Nacht. Oh, ich bräuchte doch mal so ein Lalelu. Verdammt, ich hab's nicht geschafft. Wir führen demnächst hat sich auf den Farm geschafft, den Counter ein. Ja? Wird jedes Mal geht so ein Counter hoch, ja? Nicht ins Bett geschafft. Counter. Oh, wei, oh, wei. Und dann machen wir ein Leaderboard. Bechi steht ganz oben. Hey, Sao, was ist das denn für ein Wunschdenken hier? Hä? Was denn? Dass du ganz oben stehst? Was denn? Du hast auch schon ein paar Mal Lachs genug, würde ich sagen. Genau. Warte mal, es gibt hundertprozentig Game-Stats, ich schau mal. Ich will's höher schmeißen. Schmeiß höher! Durch die Decke! Ich hab den Geburtstag von Penny verpasst. Was ist denn hier passiert? Die war eben Nee, Penny war nicht mit Kneipe. Was? Fasersaatgut. Ach, cool. Ich bin schon wieder. Wenn wir Fasern anbauen. Alter, in mein Fahrtlicht. Ich hab dir 1000 G in Rechnung gestellt. 1000 G, alter Vater. War da wieder so teuer von euch? Ja. So, Unterhaltskosten für Cookie. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Ja, versuch's mal. Ja, woran hat's gelegen, ne? Das fragt man sich dann immer, woran's gelegen hat. Gewisse Personenkreise Cookie, die kosten halt Geld. Luxus-Cookie. Genau, bist Luxus-Cookie. Luxus-Cookie, wertvolle Ware kostet genau, eben. Genau, richtig. Frau Sabine, wertvolle Ware kostet eben. Und muss notariell beglaubigt werden. So sieht's aus. Notar kostet mich 1000 Gold für Cookie? Okay. Mindestens. Ist aber günstig, war okay. Specialpreis. Specialpreis? Alter. Halt Uhr ab und so, ne? Deine Frau steht schon wieder deprimiert an der Seite. Was? Nee, die backt schon wieder deprimiert in der Gegend rum, würde ich sagen. Nachdem deine Frau dich Dümmelchen genannt hat, hast du gesagt, stell dich in die Ecke und schäm dich. Das darfst du nicht verraten, was ich dir sage, ja? Ich hab's genau gehört. Mhm. Ja, morgen im Sterntower Morgenblatt. Ja, genau. Anzeige, verkaufe Dummerchen, ne? Biete Dummerchen. Boah. Ja, moin, genau, Patientenverfügung, geil. Gibt's Rabatt, okay. Also Kuri, du hast's gehört, ja? Nee, ich achte gerade mal auf dein. Ich weiß nicht, was der gerade hat. Wer? Wir auch nicht. Der ist aufgesprungen und bellt gerade. Okay, ich höre davon gar nichts. Echt nicht? Oder nee. Würde mich nicht wundern, wenn HW auch Notar wäre. Ja, würde zu ihm passen, ne? Also Amateurfunker, Arzt, Notar, passt irgendwie, ne? Also, Amateurfunker. Ja, ist er doch. Er ist doch so. Er hat doch diesen komischen Amateurfunkraum da hinten bei sich. Also diesen, ich sag immer die Nerdhöhle der 80er Jahre Nerds oder so. Ne? Stimmt. Fehlt eigentlich nur noch der Selbstbau-PC, ja? Unglaublich. Ach Quatsch. Ah, oh, ich muss ja hoch an den Bahnhof und nicht hier. Ja, ich warte an dich. Ja, ich warte an dich. Ich warte auf. Was treibt ihr da? An dich. Ja, ich bin. Ey, das war einfach zu wenig. Ach, ihr wollt hinter dem Zauberer. Ich schlafe auf dir. In dem Moment, ich bin müde. Was macht ihr? Wenn du gleich einen dumpfen Schlag hörst, weißt du, mein Kopf. Okay, ist auf die Tastatur gefallen. Klonk. Ja. Und dann so nach 10 ist mir auf einer LAN-Party passiert, bin ich auf der Tastatur eingeschlafen. Als ich wieder kam. Hattest du Abdrücke? Nee, stand, ging unter, ging damals noch. Sie haben die Shift-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten. Ja. Genau. Was reicht Cookie, Kaffee und Red Bull zur Auswahl zu wach werden? Ja. Ich glaube, sie nimmt den Kaffee. Ich glaube auch, sie nimmt ja den Kaffee. Ich bin eher Kaffee. Irgendwie ist das merkwürdig. Ich habe immer das verpackte Fenster und das Community Center sieht auch nicht ganz gut aus. Ah ja, Hauptsache jemand bei dir. Naja.
Ich bin echt durch. Ich bin echt. Ah, guck mal, ich hab die Schatten, Mario. Ach, guck mal. Jetzt komme ich gerade angelaufen. Na toll. Och, Menno. Das ist richtig. Nicht jeder mag Kaffee. So, bitteschön. Jetzt alleine eingesammelt? Nee, ich hab's auch. Och. Ich hab's jetzt auch mitgenommen. Moment, warum sind wir denn hier unten? Warum hat er so viele Portale? Ja, der Zauberer? Ja, ja. Oh, weil das kann. Hallo? Okay, wie geht's mit der Interaktion der Unimos? Bla bla, Gedöns, Gedöns. Okay, wir haben jetzt die Tinte. Ah, jetzt kommt das Event, okay. Dann müssen wir hoch. Gefunden. Zack. Genau. Sehr dann gut. Haben wir hier oben unser Buch stehen, endlich. Mal bauen, mal gucken, ob gibt's was Neues. Unimo-Hütte. Also yay! Blisk, Blisk. Noch ein Obelisk. Abfahrt. Traktor, Pferdestall. Teuer, 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 Alter, ich die lieber. Oben? Erdobelisk. Oh, hi, Beshi. So. Oh, was ist jetzt passiert? Ton und Hunger. Mm. Ihr könnt ja was essen. Das mit der Insel-Obelisk ist halt mega blöd wegen diesen Zehen. Was? Na, wegen diesen Drachenzähnen ist der halt so extrem, naja, bescheiden. Haben wir immer noch viele, ne? Wir haben 5 Stück insgesamt. Okay. Was, wie? Wir haben 5 Stück davon. Okay, super. Wie viel brauchen wir? 10. Und 10 Bananen. Haben wir schon Bananenbaum gepflanzt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also ich kann mal morgen rüber und dann helfen. Okay, klingt nach Plan. Mit Drachenzähnchen. Jede Menge Trüffel. Schalalalala. Schnitzel. Hallo Schnitzel. Wie geht's dir? Was hab ich? Ich hab nur Knochenflöte. Ha. Ich hab ne Knochen. Das Teich mit den Stacheln runter. Da hab ich einmal Schnitzel gesagt und ich hab schon wieder Hunger. Scheiße. Oh, Schnitzel wäre auch mal wieder geil. Ich hab noch Lasagne. Lasagne. Okay. Bitteressen wird gut. Safe und so. Teich mit den Stacheln runter. Warum sind wir denn schon wieder beim Essen? Kann mir das mal einer erklären? Naja, es geht doch 12 Uhr zu, ganz ehrlich. Ich hab auch schon ein bisschen Hunger. Echt jetzt? Ja, klar. Was machen wir denn da? Mal weiterspielen, würde ich sagen. Man muss nur raus mit Sammy. Jetzt, ich kann auch direkt was zu essen. Ja, Moment, so gut, aber kurzer Stream heute. Wenn du mich schon so fragst. Nein. Ziehen und Schlacken sterben. Ah ja, das hatte ich auch gelesen, aber man muss es, glaube ich, ausbauen, ne? Den Teich auf maximale Stufe. Stachelrochen. Na gut. Gut, kämen wir ja ran, theoretisch, aber. Was brauchen wir? Ja, du kannst Teiche mit Stacheln. Morgen, Tickerlos. Und Tickerlos. Moin, moin. Morsche. Muss komplett voll mit Fischen sein, echt? Was, Hase? Ja, klar. Brausebiene und Tickerlos sind zusammen. Ach so. Was soll ich das wissen? Das ist so geil. Ich lese Hase und gucke im Spiel. Hase? Hase, ja. Hase kommt doch eigentlich im Frühling, oder? So kann's. Da läuft doch immer so ein Häschen in den Busch. Das wollte ich euch auch mal, fragen, Bienen. Das schwimmt ihr eigentlich da zusammen auch mal, ihr zwei? Oder bist du eigentlich da eher so solo-streammäßig unterwegs? Bienen streamt auch tatsächlich Koop. Ja, dass sie Koop streamt, weiß ich. Tick haben wir nicht auch schon gesehen. Aber ist der Tickerlus dabei? Sorry, Cookie, das war gemein. Bist ich mir nicht verwirrt. Alles gut. Sagen wir es so. Ich bin's gewohnt. Ich bin heute echt irgendwie voll tilt. Übelst tilt. Feel delicious. Auch schon gestreamt, aber Keramik. Nur wenn ich mal Lust habe. Ah, okay. Warte, Schattenlachs kann auch weg. Habe ich Iridium-Qualität.
Mitternachtskarten kann auch weg. Das muss gespendet werden. Hä? Wie? Was? Elritze kann jetzt auch weg. Was? Haben wir schon zusammen gestreamt, Hase? Meistens nur dein Mann im Hintergrund bei Bienen. Ne. Genau, der das Essen bringt. Und die Getränke. Echt? Hab ich mich da geirrt? Okay. Nein, Spaß. Das hätte ich jetzt direkt gefeiert. Dina hat es aber jetzt bestätigt. Ach Quatsch, ist es denn noch? Ich wollte schon ins Bett gehen. Ob ja, aber nicht gleichzeitig Mäuschen. Ah ja, okay. Wenn ich Mäuschen höre und lese, nein, das sage ich jetzt nicht. Komm, Cookie, du bist Till, sei ruhig. Und zwar liegen schon im Bett. Ja. Cookie hat wenig Energie, weil Cookie ist okay, noch nicht mal mehr bis nach Hause geschafft hat. Was? Wieso? Ja, hat man auf dem Weg aufgeklaubt. Zu essen. Kitzelangriff. Say. Was? Ich bin mir meine Augen. War nicht schlecht. Na, immerhin. Erinnert mich mal dran, dass ich wieder ein bisschen Trüffelöl verkaufe. Wieso? Ich brauche noch einmal für den Bürgermeister. Ja, warte. Zau, was machst du denn? Ich hab doch gesagt, Kitzelangriff. So, okay. Hast du den Kühlschrank? Ich hab nichts mitbekommen. Danke. Ja, ja. War schon vollkommen weggetreten. Hab das selber gemerkt, ne? Ich war schon am Schlafen, in der Tat, ja. Was? Trüffel sind in der Rohform Mehrwert, soweit ich weiß. Nein. Nein? Ich habe Artisan-Spezialisierung, das ist die Verarbeitung Mehrwert. Das sind dann 1250 gegen 1450 oder 490 Gold pro Stück. Mhm. Aber macht nichts. Ab einer gewissen Zahl von Trüffelschweinen würde ich davon abraten, das alles zu verarbeiten. Ob ich mir das mit dem Mod bezahlen lassen sollte. Haben wir da jetzt jemanden auf dumme Gedanken gebracht? War nicht unsere Absicht. Och Mann! Esther! So, mal zum Bürgermeister. Ich muss dem Bürgermeister was abgeben. Aber ich komme dann gleich nach. Durch. Ich komm gleich rüber, wenn ich ein T-Shirt bekomme. Leute, küsst euch und vertragt euch wieder, ne? Nein, Taschentücher! Stopp! Taschentücher, Päckchen oder die Box? Box, boing! Also ich hab zwei. Nimm die Päckchen, hast du mehr zum Schmeißen. Macht mir Spaß. Jawohl. Okay. Sonntagmorgen Stream. Bekannt dafür, Päckchen. Für Schwachfug und Beziehungen zu zerstören. Nein! Mist! Nein! Ich komm hier nicht raus. Geht morgen jetzt in der Bild-Zeitung Streamerin von Taschentüchern erschlagen. Was? Ich muss noch an der Küche. Oh, du hast Kleidertherapie. Ja? Oh. Das kann ins Auge gehen, Mensch. Lass das lieber. Weiß man, wie schnell so ein Taschentuch. Päckchen aus dem Auge raus, Alter? Keine Ahnung, aber Tempo hält bis 130 km/h aus. Damit haben wir doch mal mehr gemacht. Auf der Autobahn getestet, oder was? Ein Nisa wird bis 130 km/h schnell. Tempo hält das aus. Da war da irgendwie mal so eine Werbung. Irgendwie was? So in der Richtung. Wenn du in der Küche bist, schließt die Tür von außen zu. Ja, moin. Ach, herrlich, ey. Oh, Mann. Sind wir bescheuert? Ja, nein, vielleicht. Beides. Ja. Ja, nein, vielleicht manchmal. Manchmal. Also, Bechi, ich komm, glaube ich, dann doch nicht mehr auf die Insel. Also, kein Problem. Ich glaub hier mal ein bisschen was. Ich kann den Schmarr nicht skippen. Echt nicht? Bob, er ist diesmal nicht auf Tauchstation. Ich kann ihn streichen. Ich krieg's nicht geskippt. Oh. Er will denn schon normal sein? Genau, normal ist langweilig. Normal sind wir auf Arbeit, ja. Obwohl, das ist eigentlich auch eine Lüge. Ja, wenn man sich das mal gibt, was bei uns da so für
während die Pausenzeit manchmal für Blödsinn gelabert wird. Also. Benutzen. Bei mir funktioniert nur die Werkzeuge. Das musst du einstellen, Pikalus. Du musst in der Traktor-Mod-Config kannst du einstellen, dass du auch angreifen kannst. Mit Schwert oder mit Dagger. Also Schwert oder Dolch. Genau. Und dann ist es eigentlich ziemlicher LOL-Mod. Meinst OP? Die Verrückte lässt mich nicht gehen. Lass mich los! Geh weg! Ja! Ist übelst okay. Ja. Genau. Wir wurden heute früh auch wieder als fiese Cheater begrüßt. Ne? Quatsch. Ich begrüße nicht. Ja, vollkommen abwegig. Ja. Bist du doch auch? Ja. Ich kann wieder Config ändern. Das hast du schon erst zwei Tage dran, wenn sie es gibt. Oh Gott. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Bei der Traktor-Mod. Erzähl mir nichts von einfach. Denk an heute Morgen. Das ist ja. Meine Leiste ist da! Aber der Bürgermeister weg. Dann. Wo ist er denn? Hallo. Bürgermeister. Yay! Vielleicht noch Stardom reparieren? Oh, das gleiche wie gestern. Och nee. Ich bin raus. Ich such den jetzt nicht. Ah, alles klar. Aber habe ich noch mal eine ganz doofe Frage. Wenn ich doch eigentlich nicht darauf angewiesen bin, dass ich auf Steam-Controller spiele, kann ich doch theoretisch auch Stardom über das Mod-Ordner starten. Mit dem Backup-Ordner. Ganz normal und dann einladen. Wieder multiplayer. Da habe ich nicht dieses ständige Umbenennungsproblem. Oder täusche ich mich? Nö, alles richtig. Ja, dann werde ich das, glaube ich, tun. Weil ruckzuck hast du es vergessen. Und keine Ahnung, der Patch sind irgendwie 3 Megabyte. Das ist ja in einer Sekunde runtergeladen. So schnell kannst du gar nicht gucken. Steam startet und zack, bumm. Hast du das Update? Ja, oder halt echt mal hinsetzen und alles wieder ordentlich machen. Was soll das denn heißen? Nee, Cookie, das ist keine Option. Das habe ich ja gestern theoretisch getan. Das Problem war nur, dass wir diese Deutschmod nicht haben. Also ich habe keine Lust, das Spendet auf Englisch zu spielen. So ein bisschen. Also, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es auch ganz gern auf Deutsch. Ich hoffe da jetzt auf das Update, das da jetzt hoffentlich noch in den nächsten 2 Wochen kommt. Und dann ist ja alles andere schon fertig gemacht gewesen gestern. Ja, genau, Brausebiene. Was? Wir wollen keine Organisation, wir wollen hier brennen sehen. Was? Die wird. Hä? Wer will denn jetzt hier alles abfackeln? Hey, wo ist denn unser Sprinkler? Wir hatten hier einen Sprinkler abgebaut. Ich war noch nicht auf der Insel, seit wir spielen. Bashi? Ich habe keinen Sprinkler abgebaut, aber ich habe gesehen gehabt, dass da eine ganze Menge Zeug war. Weg war. Fuchs. Das war der Frosch, der hat den Sprinkler geklaut. In der Höhle. Ach, der wollte es ein bisschen brisen lassen, seine Höhle. Ich glaube auch. Tropft zu wenig Wasser vom Stein. Schließ mich mal lieber ein, weiß nicht, was mit der Biene los ist. Aber Biene ist alles in Ordnung. Ich werde mal wieder alles ordentlich machen bei Stardew und Bashi einfach nö. Natürlich nö. Das Problem ist, ich kann es dir ja noch nicht mal erklären. Da gibt es nichts zu erklären bei der Geschichte. Also ganz ehrlich, wir haben ein Spiel schon angefangen mit einer gewissen Mod-Anzahl. Den sollte man auch genauso fortführen. Jetzt irgendwas daran zu patchen und sowas in der Richtung kann dazu führen, dass der Spielstand korrupt wird. Weil wieder irgendwas hier am Harmonieren ist. Also deswegen, für mich ist es Never Change Running System jetzt. Dann sollte
kannst du Cookie nochmal eine Anleitung machen, wie das mit der Umbenennung genau funktioniert. Ich mache da keine Anleitung, ich mache da schnell Skriptfile für, es geht viel einfacher. Oder so. Okay, nehme ich. Easy going, Cookie, easy going. Nehme ich auch. Weil ich sag's euch jetzt, nächstes Wochenende weiß es wieder nicht. Genau, das sind gefühlt, wie viele Zeilen müsste es sein? Müsste ich wahrscheinlich mit 4 Zeilen hinbekommen. Also ich hätte es gern für Dummies. Ja, Doppelklick Gutes. Ja, Doppelklick Gutes nehme ich auch. Siehst du? Oder halt Dummies. Also richtig, richtig, richtig idiotensicher sind die. Jau. Ja, sag nicht jau. Jau, Alter, extra für Cookies jau. Mit Schokoplätzchen. Er hatte heute Morgen schon einen halben Schnappatmung. Ja. Keine Ahnung, was, wie ich was? Da. Ich hatte Mordgelüste. Was? Ja. Mordgelüste? Ich bin dir beide als Opfer gefallen. Ich hatte Mordgelüste. Mordgelüste? Was? Persephone? Mordgelüste? Hallo? Ich glaube, der ist gerade mit seiner Freundin beschäftigt. Wuhu! Der ist nicht mehr da! Ja, stimmt, ne? Wo ist der Mord hin? Der Mod hat gekündigt. Der Mod ist immer da. Nee, gerade nicht. Was korrupte Spielstände sollte man melden? Ja, echt mal. Dario und die korrupten Spielstände finde ich auch nicht in Ordnung. Die sollten sich echt mal was schämen. Genau. Ganz schlimm. Böse. Das ist ganz böse. Ja. P-H-Ö. Böse. Ach Mist, jetzt habe ich diesen blöden Frosch schon wieder vergessen. Oh, Mann. Das ist so, weißt du, es gibt böse Onkels, böse Spielstände. Ja. Und böse Furchen. Böse Furchen. Der Mai, das ist aber ein niedlicher Freund oder Fan. Ah, ein Freund. Kann ich dem jetzt noch den Frosch geben? Oder ist das schon zu spät? Ich frage keine Ahnung. Freund. Ah, der ist noch da. Das ist gut. So, hier muss ich. Oh shit, ich muss wieder zurück. Nein! Was? Du schießt dich wieder zurück? Was? Nein, ich muss wieder zurück. Ach nein. Weißt du gerade nicht? Oh. Bin ich hier? Belohnung abholen! Tada, es gibt Nüsschen! Yay. Warum habe ich jetzt noch mehr Hunger wie vorher? Wann sie über Nüsse geredet hat? Ja. Wenn du dort so voller Fossilien, wenn du sie. Wenn ich du wäre, würde ich sie aufbrechen. Eieiei. Wo ist sie? Bin ich schon die ganze Zeit dabei. Ich habe mal Pseudo-Weihnachtsdeko bei mir in der Bühne. Ich habe einen Tannenbaum-Adventskranz, das muss rein. Geht's hier weiter? Ah ja. Alles andere ist in meinen Augen Staubfänger. Schlimm eigentlich. Du meinst jetzt privat, ja? Wann möchtest du die Reparatur beginnen? Frau Biene weiß ja inzwischen, wie es geht. That's easy. Das moderne Aquarium sieht auch hier aus wie so eine Waschmaschine. Also Fun Fact, ich glaube, bei TKLUS musst du einfach nur das MAPI installieren, der Rest ist wahrscheinlich schon alles fertig. Juju. Okay. Guck mal hier, ein Cookie. Cookies. Ach ja. Uff. Hallo? Was war das? Hallo? Ja. Test 1, 2, hört man dich noch? Ich glaube, meine Kopfhörer haben sich gerade verabschiedet. Ich höre gar nichts mehr. Oh, schön. Ich höre euch überhaupt nicht mehr. Schön. Noch schöner.
klang irgendwie komisch, ja? Als wäre ein Kabel gebrochen. Bist du drüber gerollt? Wartet mal. So. Ah, guck mal. 499.000 durch Trüffelöl. Passt. Hören, hören Sie nichts. Meine Kopfhörer haben sich verabschiedet. Komplett. Oh. Also ich höre nichts mehr. Doof. Sehr doof. Ich habe pauschal gesagt, ich wäre jetzt mal raus. Ich verstehe euch nicht. Also schreibt mal gerade mal irgendwas in den Chat. Ich höre nichts mehr. Also wir hören dich, Cookie. Wir hören dich. Ich höre auch das Spiel nicht mehr. Ja, eine kurze Pause wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, oder? Ja, denke ich halt auch. Ne? 5 Minuten Pause. Also, wenn mal rausgesteckt, reingesteckt, habe ich es noch. Eieiei. Ja, machen wir mal kurz Pause. Das wäre super, warte mal. Und dann reconnecte ich mich mal, vielleicht krieg ich's hin. Alles klar, bis gleich. Ohne Momento. Verschwinde ich auch mal schnell. Bis gleich.
schalten wir uns wieder live und ich mache eine kleine Gesangsanlage, ja. Du machst eine Gesangsanlage? Auch finde ich nice von dir. Hammer. Bitte? Was? Rien ne va plus, nichts geht mehr bei Tero Kloqué. Genau. Rien ne va plus, leider. Also unsere werte Kollegin Cookie hat massive Probleme mit dem Headset und das macht dann irgendwie keinen Sinn, weil sie uns nicht mehr hört. Wir wissen auch nicht, wie wir es wieder gefixt bekommen. Daher beenden wir wahrscheinlich diesen Stream an dieser Stelle und singen gemeinsam Feierabend wieder. Kräftig, deftig, würzig, gut, ne? Und so weiter. Und naja, hoffen das Beste, dass das alles wieder hinhaut. Ist jetzt, glaube ich, im Live-Modus ein bisschen schwierig, alles zu beheben. Jo. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß heute früh mit den Kartoffeln hier auf Opas Farm. Ja. Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, auf jeden Fall. Kann sein, dass ich heute Nachmittag nochmal live gehe, also ich zumindest, weil ich Forza Horizon mir jetzt geholt habe und will das auf jeden Fall mal anspielen. Mal gucken, vielleicht gehe ich damit live, je nachdem, ob sich's anbietet. Und ansonsten, ja, sehen wir uns die Tage. Macht es gut, ihr Lieben. Haben wir noch einen Raid, wo wir hingehen könnten? Oder? Gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Muss mal schauen. Was ist denn so auf Twitch da los? Ja, ich hätte da tatsächlich einen. Wen denn? Simple Lou. Simple Lou. Schau mal kurz in den Chat rein. Ja. Den Kollegen hier. Alles klar. Das ist ein nicer Kollege. Und da würde ich sagen, bis die Tage. Simpel. Ist das ein... Alles klar. Ihr Lieben, haut rein, macht's gut. Ach, wie schön. Schade, dass das Lied nur so kurz ist. Bist du da jetzt eingestanden? Bye, bye. Irgendwie.